ist wieder eingeschaltet. Wir haben ihn. Hey, immer mit der Ruhe. Er ist hinten. Entschuldigung, das ist nicht der... Hey, hör mal. Was soll das? Triff mich mal bitte. Ich nicht wahr sein. Verschämtheit. Das Spiel scheint noch weiterzugehen. Um 4 Uhr bringen wir sie weg. Bis dahin, verhaltet euch ruhig. Danke. Hey. Gebt dir das nicht zu denken, was du da gesehen hast? Dass er seine Frau im Keller eingesperrt hat, die Frau, die er angeblich so liebt? Hör auf. Nach der Nummer bin ich fertig mit 21 Void. Sobald wir Schofield erledigt haben, Otis, wie auch immer der Typ heißt, bin ich raus. Mein Ziel war es, nur den Mörder von Gaines zu erwischen, aber was er da drin treibt, ist ehrlich gesagt nicht ganz normal. Da geht's um was Persönliches, irgendwas Krankes. Man kann 21 Void nicht verlassen, Van, das weißt du doch. Er hat uns angeheuert, weil wir die Allerbesten sind. Wir können tun, was wir wollen. Und wenn wir nach der Sache aussteigen wollen, dann steigen wir einfach aus. Wir kommen da nicht raus. Wenn du so denkst, dann bist du auch eine Gefangene. Was machst du hier, Van? Ich will mich nur vergewissern, dass wir den richtigen Mann erledigen. Ich habe ein paar Fragen an ihn. Lasst meinen Sohn gehen. Macht mit mir, was ihr wollt. Nur lasst meinen Sohn gehen. Unser Befehl lautet nicht, Fragen zu stellen, sondern ihn zu erschießen. Aber vielleicht sollten wir Fragen stellen. Falls Schofield Harlan Gaines getötet hat, bringen wir ihn zur Polizei. Wir wickeln das hier auf die saubere Art ab. Poseidon würde uns dafür töten. Er wird uns nicht finden. Wenn wir wirklich verschwinden wollen, verschwinden wir. Ich kann das einrichten. Wir übergeben ihn der Polizei und sind weg. Du verlangst ziemlich viel. Emily, fällt die Entscheidung wirklich so schwer? Nein. Denn 21 Void kann man nicht verlassen. Lauf! Dein Onkel ist am Ende der Auffahrt. Dreh dich nicht um. Na los, lauf!